Hallo und herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Letzte Folge haben wir draußen diesen Portiergeist besiegt und auch den Professor Igitt, I.Gitt, befreit aus dem Gemälde. Das hat uns den Container beschert, in dem wir gerade stehen. Wir hatten schon die Geister abgegeben letztes Mal. Was wir noch nicht gemacht haben, wir haben zwar unser Gerät bekommen, mit dem wir jetzt die Karte sehen können, das hatten wir uns kurz angeschaut. Was wir noch nicht gemacht haben, ist uns die Galerie angeguckt mit den Geistern, die wir bereits gefangen haben. Das kann ich euch nochmal zeigen. Hier sind die alle jetzt quasi verzeichnet, die Geister selbst. Hier haben wir zum Beispiel den Standardgeist, das sieht dann so aus und man kann das halt so durchdrehen, genau. Und es gibt, glaube ich, für jedes Stockwerk oder beziehungsweise jeden Geistertypen gibt es dann sein eigenes Behältnis, wo wir die dann sammeln können. Hier ist zum Beispiel die Bossgeister sind hier. Das ist der erste gewesen. Willkommen heißt er. Ja, lustig. So, dann können wir uns die Juwelen hier noch anschauen. Hier zum Beispiel sehen wir, dass wir schon ein, zwei gefunden haben. Drei sogar. Okay, ist ganz cool. Für den Anfang. Ja, kann man dann halt so durchschalten. Noch ist alles leer. Aber das füllen wir Stück für Stück. Und die Spezialen halt, ich glaube, das sind so DLCs und so Zeug. Da gehen wir jetzt nicht drauf. Vielleicht irgendwann. Gucken wir uns das mal an. So, mehr Spieler könnten wir hier machen. Dann geht es ja noch zum Titelbildschirm. Könnten wir zurückkehren. Hier ist die Karte. Und hier können wir das Hotel erforschen. Und genau, das würde ich jetzt mal machen. So, raus mit uns. Wir haben noch einiges zu erkunden. Zwei Knöpfe haben wir bekommen das letzte Mal von dem Portiergeist. Hier ist unser Wowie. Und ich würde dann mal rausgehen. Tschüss. So. Oh, hier ist eine Spinne gleich. Die würden wir mal... kommst du mit hier? Spinniges Wesen. Du Arachnid. Hier ging das hier noch weiter. Warte mal. Ich glaube, hierher kommen wir. Wir müssten... Ich will hier nochmal reinschauen, ganz kurz. Oh, siehst du? Das ist eine Waschmaschine. Guck mal, da oben liegt Gold. Das kann ich mal mitnehmen. So, dankeschön. Wir wissen nach nicht genau, wofür wir das Gold brauchen, aber ich bin sicher... Der Professor hat dann später noch irgendwie Verwendung für unser Gold. Das wir sammeln müssen. Guck mal, da liegt noch mehr Gold. Oh Gott. Das hört sich alles hier voll an, die Geräusche, ne? Das Ding würde ich voll gerne rauskriegen, aber ich glaube, das sind wir noch nicht ausgerüstet genug. Da müssen wir noch so ein bisschen spielen, damit das funktioniert. Wir müssen halt auch wirklich wieder in Räume reingehen, in denen wir noch nicht, also in denen wir schon gewesen sind, wenn wir neue Ausrüstungsgegenstände haben. Das ist ziemlich Nintendo-typisch, dass dann auch Rätsel wieder freigeschaltet sind, die wir dann erst lösen können. Oder, das ist halt schön gemacht auf jeden Fall. Das heißt, es ist nicht nur Nintendo, die das machen soll. So, cool. Okay, ich habe jetzt hier ein bisschen Knete verdient. Komm hier, du noch, du Geldschein. Kriege ich dich noch? Ja? Ja, da war noch ein bisschen Geld dabei. So, kann ich hier irgendwas machen? X. Okay, cool. Da hat jemand ganz schön viel Seife benutzt irgendwie. Und hier waren noch zwei, drei Goldies drin. Aber sonst sehe ich jetzt hier gerade nichts, was noch irgendwie geht. Wir müssen sowieso zum Aufzug eher. Das war jetzt eher so ein Bonusteil. Was ist das hier? Hm. Und hier? Oh, hier ist noch ein bisschen Geld drin. Guck mal. Yeah! Gib mir all das. Das ist die Knete. Es ist ein bisschen schwierig, den Strahl zu lenken manchmal. Das ist ein bisschen Übung. Weil man den auf einem separaten Stick sitzen hat. Okay, dann wieder raus. Irgendwie ist das... Ich dachte, wenn man die Bosse besiegt, werden die Gemälde beleuchtet. Oh, guck mal, hier ist noch so ein... Hier ist noch eine Spinne. Aber hatte ich den nicht schon? Guck mal, wenn wir das hier anleuchten... Warte, geht das nicht? Nee, den hatten wir schon mal. Okay. Also kriegt man so eine Schattenteile dann quasi, wenn man die schon mal gehabt hat. Oder gemacht hat. Oh, die ganzen Au. Okay, die beißen auch wirklich. Aber guck mal, der hat mir jetzt gleich ein Herz gedroppt, jetzt bin ich wieder voll. Super! Okay, hier... Was ist hier eigentlich? Was war hier? Hier war irgendwie das Labor von ihm, oder? Komm, wir gehen hier nochmal rein. Was machst du denn, Luigi? Geh zum Aufzug. Ja, okay, sorry. Ich wollte bloß mal gucken. Okay, also Igitt beschwert sich gleich, wenn man den falschen Weg nimmt. Das ist schon mal gut. So, dann... Ah, genau, das war dieser, ich glaube, Detektor hieß der. Oder so, irgendwas in der Art. Das hat er uns gegeben. Okay. Den haben wir mal schnell installiert. Ah, okay, das ist jetzt so ein Bildschirm, der hier im Aufzug hängt. Hallo Luigi, die Installation ist offensichtlich geglückt. Dann erkläre ich dir nun, was der Apparat kann.
Nun, er speichert, welche Etage der Aufzug erreichen kann und sammelt auch Daten über sie. Die extrahierten Daten werden dann auf dem Monitor angezeigt. Ist das nicht genial? Hey, nimm doch mal die Aufzugsknöpfe, die du ergattert hast, und setze sie ins Panel ein. Na gut. Warte. Da ist einer. Das ist die 1. Here we go. Oh. Okay. Wie von Geisterhand. Aber ich habe noch einen. Die 5. Okay. Das heißt... Und schon kannst du die Karte einer neuen Region aufrufen. Ich habe noch eine Überraschung, Luigi. Das Gerät ist mit dem VB vernetzt. Also mit dem Virtual Boo. Die Kartendaten werden immer gleich in den Virtual Boo übertragen, sodass du die Karte jederzeit und überall ansehen kannst. Wenn du die Karte einer Etage vom VB-Menü aus öffnest, werden mehr mit Details angezeigt. Vergiss das nicht, ja? Die Karte ist wichtig, Luigi. Für das Erforschen unbekannter Etagen ist sie geradezu unerlässlich. Bei deiner Erkundung des Hotels sollte es stets zu deinen Prioritäten gehören, Aufzugsknöpfe zu ergattern. Du kannst nur mithilfe dieser Knöpfe noch unerforschte Etagen erreichen. Und vielleicht findest du dort auch deine Begleiter. Noch eine Sache, bevor du loslegst, Luigi. Wir sollten noch die Kommunikation über den VB ausprobieren. Öffne mit Hilfe von Plus den VB und wähle mit Igitt sprechen. Ein Kinderspiel, also los, Luigi. Okay, mit Plus. Entschuldigung. Und dann mit Igitt sprechen. Ist doch cool, wie das rot ist alles so. Test, Test, 1, 2, 3. Hier spricht Igitt, das größte Genie von hier, das größte Genie hier vor Ort. Ich bin laut und deutlich zu verstehen. Fantastisch. Die Kommunikation mit dem VB funktioniert einwandfrei. Du kannst mich mit dem Gerät also jederzeit kontaktieren. Im Ernstfall funktioniert alles wie bei unserem Test gerade, Luigi. Nutze das ruhig in manchen schwierigen Situationen, weiß ich womöglich Rat. Ach, noch mal was. Mithilfe des VB kannst du auch das Protokoll deiner Arbeit abrufen. Wenn du mich kontaktierst, werde ich dir diese Option anbieten. Soweit so gut. Das Testen meiner Erfindung macht ja Spaß, aber es gibt noch viel Arbeit. Ich hätte auch gleich einen Auftrag für dich. Du kannst ja jetzt mit dem Aufzug E5 erreichen, nicht wahr? Auf der Etage war mein Zimmer. Und in diesem Zimmer ist mein Koffer. Den musst du mir unbedingt besorgen, Luigi. Meine Zimmernummer war verflixt. Welches Zimmer hatte ich denn noch? Naja, egal. Du hast ja eine Karte, auf der du nachsehen kannst. Viel Glück, Luigi. Versuche lebendig zurückzukehren. Okay. Also wir sollen I5 essen. Also in den 5. Stock erstmal. Gut. Ich würde gerne in die 1, aber wenn er in die 5 will, dann sollen wir in die 5. Dann geht's los. Ich fahr Aufzug. Ich fahr Aufzug. Ich bin Luigi. Ich fahr Aufzug. Juhu! Ohoho! Er hat irgendwie dieselbe Stimme wie Mario. Komisch, ne? Sind die Zwillinge die beiden? Ich weiß gar nicht. Ich glaub nicht. Oh, guck mal, ich kann auch so einen Dance machen rückwärts. Yeah! Okay. Oh, ganz mysteriös. Was ist hier? Hallo? Oh, er hat so Angst immer. Komm raus, Luigi, komm! Oh, das ist mein Foto. Oh nein. Die suchen mich. Hallo? Komm, wir können, glaube ich, auf Knopfdruck Hallo sagen. Wir gehen das nochmal so. Oh nein. Oh. Oh, der Virtual Boo. Hallo? Wie er sich den aufsetzt. Ah, Luigi, mir ist gerade etwas Wichtiges eingefallen, was ich zuvor unerwähnt ließ. Dein Schreckweg Flu hat eine neue Funktion mit dem passenden Namen Saugschuss. Ah, okay. Ja, schön, dass du das jetzt erst erwähnst. Das wäre praktisch gewesen, das zu wissen. Damit kannst du so manchen Geist effektiver bekämpfen. Drücke Y, um eine Gummisaugglocke abzufeuern, die du eben, die du auf Ebenen und glatten Flächen haftet. Also die auf die Fläche haftet. Wenn du mit dem Schreckwegflu an einem Seil saugst und dann A drückst, kannst du erst an Objekten zerren und sie dann zerschmettern. Fang am besten gleich damit an, Saugglocken zu verschießen. Übung macht den Meister. Ach, und vergiss nicht meinen Koffer, Luigi. Ja, hast du bereits erwähnt. Okay, wir können Saugglocken mischen mit Y. Okay, cool. Guck mal, und das Coole ist, wir haben ein Giro-Aim. Das heißt, der Controller kann aimen, wenn wir einfach nach oben und unten machen. Komm, wir schicken die mal dahin. Flup. Okay, cool. Ah. Oh, komm, wir machen das hier nochmal. Zup. Und dann können wir den... Genau, nehmen und schleudern. Los. Cool. Oh. Oh.
Gut. Geht das mit der Pflanze auch? Ich will jetzt nicht die Pflanze kaputt machen, aber ich glaube, das geht doch. Oder? Wir versuchen das. Offenbar ja. Oh, los! Oh, guck mal, da war Geld drin. Das ist ja cool. Cool, ich kann alles kaputt machen. Ja! Und die Kommode ist scheiße. Oh, wir haben die einfach nur geöffnet. Das ist auch okay. Das ist nicht ganz so rabiat. Okay, wir sollten vielleicht weitergehen. Huch. Guck mal hier, da blockiert was den Weg. Aber das ist jetzt kein Problem mehr. Wir können... Genau, das haben wir schon festgestellt, Hundi. Aber schön, dass du hier bist. Wie süß der ist. Yes! Das Gold will ich noch haben. Kleinen Moment. Das saugen wir alles ganz fein auf. So, als würden wir unser Zimmer saugen. So, jetzt können wir hier schon durch. Genau. Okay, da hinten steht ein Housekeeping-Wagen. Was ist hier? Scheiße. Okay, gehen wir jetzt erst nach rechts oder nach vorne? Das Zimmer Nummer 504. Wir haben ja jetzt unsere Karte. Lass uns mal darauf schauen. So. Okay. Also, da hinten ist... Okay, wir haben da hinten das Ausrufezeichen. Das heißt, wir müssten... Wenn wir jetzt nach rechts gehen, ist aber auch nicht schlimm. Da ist ein Raum, den können wir noch... Da ist nicht... Warte mal, lass uns da erstmal runtergehen. Und gucken, was hier am Start ist. Weil hier geht es eh nicht weiter, offenbar. Ja. Hier können wir noch gegenleuchten. Kleinen Moment. Nee, falsches Licht. Warte, das machen wir so. Nee, auch falsch. Warte, Entschuldigung, so. Ah, okay. Oh, krass. Das war nicht wenig. Sehr schön, vielen Dank. So, hier. Guck mal, ist auch noch ganz viel. So, der Vorhang war hässlich, den möchte ich nicht mehr da haben. Oh, da kommt auch noch ein bisschen Geld runtergeflattert. Sehr schön. Man wird halt voll belohnt, wenn man die Sachen kaputt macht. So. Aber das Hotel ist eh scheiße. Die haben mich hier sehr schlecht behandelt. Und das muss ich denen auch zeigen. Okay. Gut. Dann lass uns weitergehen. Nach vorne und rechts. Auf jeden Fall, so weit ist das hier nicht. Die 504 würde ich... Oh. Die 504 würde ich trotzdem mal checken. Geht hier was? Sieht irgendwie so aus? Nee. Okay. Ich gehe erstmal hier rein. Hallo? Mario. Stimmt, ich habe jetzt rausgefunden, wie man das wieder rufen kann. So, hier könnte man nochmal in das Klo gehen. Ich muss erstmal alles mitnehmen hier. Nichts mehr drin. Außer Staub. Okay, wow. Da wurde lange nicht gesäubert. Was sind das für Kopfhörer gewesen? Wer wohnt hier? Wer hat so eine Kopfhörer? Okay, das ist doch bestimmt was Schlechtes hier. Hallo? Wer ist da? Oh, eine Spinne. Okay. Auch Angst vor Spinnen. Luigi, beruhig dich. Halb so wild. Ist nur eine kleine achtbeinige Spinne. Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen später nochmal herkommen. Guck mal, hier irgendwie ist dieser Abfluss. Der sieht sehr verdächtig aus. Okay, lass mal rausgehen erstmal. Okay, hier ist nichts weiter. Das war auch das falsche Zimmer. Aber ganz gut, dass wir mal gecheckt haben. So, was ist hier? Kann man hier raus? Nee, das ist bloß eine Balkontür. Hallo? Okay. Sind wir schon da? Ich glaube, das sind noch ein, zwei... Ah! Okay. Komm raus da! Hier! Okay. Ein bisschen Gold war, aber sie hat Gold bezahlt, um mich in Ruhe zu lassen. Damit ich sie in Ruhe lasse. Sie hat mich bestochen. Oh, guck mal, hier ist sie. Oh, krass, wie das aussieht alles. Das ist voll schmutzig. Komm, wir räumen mal ein bisschen auf hier, wenn wir schon mal hier sind. Die Leute, die hier wohnen... Aua! Blöde Scheißmaus. Dankeschön. Bam, bam. Das ist ein voll cooles Geräusch. Ich mag das voll. Okay. So, wir säubern erstmal kurz. Ich bin Kammerjäger und Housekeeping gleichzeitig. Das ist in den Hotels leider so. Heutzutage müssen wir ein bisschen sparen. Komm, geh auf. Okay, der will nicht. Okay, warte. Wir werden ein bisschen rabiater. Kriegt das schon auf? Komm. Cool. Das ist ja geil. Okay. Okay, Leute, wir wissen, was wir mit solchen Gemälden. Mann, ihr geht, lass mich in Ruhe. Ich besorge uns ein bisschen Knete, ne? Später bist du mir dankbar dafür. Wirst du sehen. Komm, geh. Aua. Autsch. Blöde Scheißspinne. Komm raus da.
Geben wir auch nur Geld. Igitt, ich kümmere mich schon gleich um dein Ding. Warte doch mal. Meck, meck. Ich glaube, wenn man am falschen Weg steht, dann geht's nicht. So, warte mal. Hier müssen wir das anleuchten. Sehr schön. Genau das. Darum bin ich hier, Louis. Igitt. Genau dafür. Guck mal, wie viel Knete das ist. Es wäre voll schade gewesen, das zu verschwinden. Ich gehe jetzt schon weiter. Entschuldigung, Leute, wenn ich zurzeit so ein bisschen belegte Stimme habe. Ich bin so ein bisschen am Kränkeln auch. So. Was ist das hier? Kann man das mitnehmen? Oh, okay. Das kann ich irgendwie verschießen jetzt. Ah, okay, guck mal, er zieht hier automatisch. Aha. Ich musste das jetzt rauspusten quasi mit ZL. Weil mit ZR sauge ich. Das ist quasi... Oh, das Gegenteil gewesen. Cool, mit der Kugel ist das nicht schlecht. Kann ich da noch was machen mit? Kann ich die hier mit? Kann ich die in die Wand schießen? Bing! Warte mal, ich werde mal hier dieses Plakat, das ist ja, das beschämt mich, das möchte ich da nicht haben. Sehr gut. Cool, haben wir so ein verstecktes Teil gefunden. So, und das müsste das Zimmer sein hier. Guck mal, oder? Zeig mal her. 506? Nee, das ist es nicht, aber wir gehen da auch rein. Wir schon alles checken hier. Nicht, dass man mir unterstellt, ich habe hier nicht geguckt, richtig. So, was ist hier mit? Guck mal, die sieht aus, als könnten wir die mit dem... Oh, mit dem Saugknopf öffnen. Warte mal, ich versuch's nochmal. Nee, komm schon. Nee, es geht offenbar nicht. Okay, ein Herz nehme ich auch. Bom-bom. Guck mal, aber irgendwas... Ah, I! Also, hörst du auf. Komm raus da, du Maus. Warte. Okay, Entschuldigung, ich habe jetzt deren Nest gestört irgendwie. Dabei. Eigentlich ist das schon rabiat von Luigi. Guck mal, warum mischt er sich hier ein? Einfach in die armen Mäuse Home Angelegenheiten. Okay. Was ist hier? Kann ich das irgendwie entfernen? Vielleicht mit dem Saugknopf? Sieht so aus. Cool. Geh weg. Was hat er für ein Geräusch gemacht gerade? So, was ist hier los? Im Bad. Hallo? Der Vorhang weg. Okay, war ein bisschen Geld drin. Alles klar, hier liegt auch noch Geld. Alles klar, was ist hier los? Ein bisschen Münzen. Guck mal, das Klo. Oh! Okay. Hallo? Also da kannst du ja... Da möchte ich aber nicht mich hinsetzen. So, was ist mit dem Spiegel? Hat der irgendwas? Irgendein Geheimnis? Okay. Guck mal, hier kommt so eine Wurzel raus. Ich kann da irgendwie nichts machen. Nee. War bloß ein Herz. Ups. Was ist... Guck mal, das sieht voll locker aus, das Ding. Hat aber nichts zu bedeuten. Na gut, dann gehen wir mal raus. Okay. Aber es war cool, sowas zu erkunden. Gut, 506 haben wir gemacht. Okay, die waren Stress. Oh, falsches Licht. Komm. Ey. Komm schon. Komm, haut ab, ihr blöden Säcke. Ah, cool, man kann die auch gleich... nacheinander kriegen. Cool auch, dass man die selbst erschlagen... dass man die mit ihren eigenen Brüdern treffen kann. Komm mal, haha. Easy peasy. Hoho. Okay, cool. Alles klar. Dann lass uns hier erstmal kurz noch die Münzen mitnehmen, denn die möchte ich haben. So, und dann ist es die 507. War es noch nicht? Erstmal hier. Es ist die 508 wahrscheinlich. Aber ich gehe nochmal in die 507. Und dann muss ich dieses Schild entfernen, wenn ich da rauskomme. Oh, guck mal, hier ist Baustelle. Auch cool. So cool aus. Komm, erstmal die Tapete weg. Ah! Eine goldene Fledermaus. Komm her. Ich will die goldene, ich will die goldene. Komm her, goldene. Komm schon. Oh, geil. Ich wusste das. Ah, und... Okay, das Herz war auch gut. Siehst du, ich bin echt gleichzeitig Kammerjäger. Guck mal, jetzt können wir auch nach rechts gehen.
Wahrscheinlich kommen wir gar nicht durch die Tür auf der anderen Seite. Aber hier kommen wir wahrscheinlich durch. Wahrscheinlich haben wir jetzt ein Rätsel gelöst, was wir noch gar nicht gefunden hatten. Mann, lass mich doch in Ruhe, Igitt. Ich chill hier und guck mal die Sachen an. Guck mal, was hängt hier? Ist bestimmt ein Gemälde oder so? Nee, gar nicht. Ich finde den Weg. Ich weiß, wo es lang geht. Ich will hier bloß noch nicht lang gehen. Verstehst du das? So, können wir hier das aufmachen? Ich möchte... Ja. Oh. Okay, lass uns hier durchgehen. Ah, okay, das ist bloß das Bades. Yeah. Oh mein Gott. Krass. Okay, ich reiße ja mal schon alles ab. Falls ihr eh umbauen wollen, kann ich euch schon mal helfen. Gar kein Problem. So, warte mal. Das mache ich auch gratis für euch. Ich gehe eh gerade durch. Und mein Staubsauger hat große Kapazität. Was ist denn das hier für ein Ding? Was ist das? Ist irgendwie... Guck mal. Irgendein Gang. Okay. Was ist denn das? Geil. Cool. Seht ihr, Leute? Deswegen geht man da rein. So. Oh, sowas mag ich ja voll krass, wenn man so eine geheime Sachen findet. Kann man das aufmachen? Was ist das hier? Was ist das hier? Okay. Warte mal. Lass uns mal hier den Saugnapf ranschießen. Kann ich das? Ja. Okay. Und dann zieh. Aha. Aha. Da haben wir eine Leuchtmechanik. Die werden wir anleuchten. Schwupp. Was ist passiert? Oh. Okay. Ich möchte das ganze Geld. Bitte. Vielen Dank. Oh, was ist denn das hier? Ein Sparschwein. Okay, cool. Warte mal, das zerdeppern wir. Denn da kommt bestimmt Geld raus. Habe ich richtig vermutet. Ich frage mich, wie er da so viel Kapazität in seinem Dingsbums haben kann. Hier, das ist ein Problem. Hier kommen wir nicht weiter durch. Ich hätte das Teil voll gerne, aber das kriegen wir offenbar nicht. Wenn ich... Warte mal, kann ich... Nee, Entschuldigung. Nee. Genau. Kann ich nicht das noch wenigstens... Ah, ich bin blöd. Ich hätte das vielleicht mal dagegen schleudern sollen. Naja, es gibt später eine Mechanik, glaube ich, mit der wir hier durchkommen. Ich kenne das Spiel ja schon so ein bisschen. Deswegen gehen wir mal weiter erstmal. So. Oh mein Gott. Oh. So. Hier durch, hier durch. Und die Pflanze nehmen wir auch noch mit, weil die gefällt mir sehr gut. Die möchte ich mir später aufstellen. Da leere ich den Beutel einfach vom Staubsauger und dann hole ich mir die raus. Und dann packe ich mir die zu Hause hin. So, was ist hier los? Guck mal, das Housekeeping ist hier gerade im Werk. Entschuldigung, dass ich störe. Gott. Sieht halt auch voll cool aus. Finger weg! Du darfst nichts... Was bist du für ein schlechtes Housekeeping? Du darfst nichts anfassen. Das ist korrupt. Ich sag's euch. Lass den Koffer fallen! Oh nein, sie hat ihn gefressen. Haha. Was? Oh nein. Okay, sie ist abgehauen mit dem Koffer. Gut. Sie ist offenbar im nächsten Zimmer. Ich würde jetzt aber trotzdem noch mal ganz kurz hier schnell gucken, was hier am Start ist. Cool. Was ist das? Was ist das? Was mal? Oh nein, das sieht so aus, als könnte ich das irgendwie gebrauchen. Offenbar nicht. Das war nur Geld. Oh, viel Geld. Cool, die ganzen Potions. Die sind irgendwie wertvoll aus, als würde man die verwenden können für irgendwas. So. Da ist auch nochmal Geld drin. Wer hätte das gedacht? Okay, aber cool. Ne, es gibt offenbar kein großartiges Crafting-System hier. Aber warum auch? Ja, vielleicht irgendwie, oder Gegenstände, sowas wie Heilpotions oder so. Es gibt halt Herzen und Geld. Macht aber auch Sinn. Schließlich Mario. Oh. Ja, okay, erinnert mich daran, dass ich jetzt weiter muss. Hey Luigi, entschuldige die Frage, aber ich war gerade kurz nicht an meinem Platz. Hast du meinen Koffer? Was? Ein Geistermädchen ist damit abgehauen, das ist ja wohl die Höhe, eine absolut inakzeptable Situation. Steh nicht so untätig rum, nimm die Verfolgung auf. Ja, goodbye. Lol, warte mal, was ist hier?
Aber irgendwie ist die Matratze so auffällig. Guck mal, da ist so ein Hubbel drin. Und da liegt Geld drunter oder sowas. Kann ich das nicht mitnehmen? Irgendwie ist das voll komisch, oder? Seht ihr das? Ah, warte mal. Nee. Das ist irgendwie voll komisch. Irgendwas. Egal. Komm, wir gehen jetzt raus. Okay, das Mädchen ist nehmen. Oh! Okay. Die wollen auch nochmal was. Dann los. Luigi, kein Problem. Das ist nicht das erste Mal, dass wir Geister besiegt haben. Komm. Das Coole ist halt, wenn die getroffen werden, dann sind die auch gleich verwundbar. Kurz danach kann ich die auch einsaugen. Guck mal, das ging voll schnell. Sehr schön. Das ging auch voll klar. Guck mal, das ganze Gold hier. Ah, das waren die Geister, oder? Die sich hier versteckt hatten. Guck mal, die sind jetzt... Der Hubel ist jetzt weg. Oh mein, oh, oh. Süß. Okay, die ist nach links abgehauen, also muss sie hier sein irgendwo. Warte mal, ich mache erstmal das Ding hier weg, das ist doch furchtbar. Keiner sucht Luigi, ich bin nicht hier, ich bin auch nicht wichtig. Dankeschön. Haha. Komm schon. Hä, was ist los? Ah, okay, alles klar. Ich muss sie beschießen, genau. Mit diesem Ding. Ah, komm raus. Lässt diesen Koffer fallen. Nein, sie haut wieder ab. Die alte Hexe. Aber wir haben es rausbekommen. Wir müssen sie mit dem Plomper anschießen. Hallo. Hallo. Eine Kleinigkeit am Rande, die sich zu wissen lohnt, Luigi. Bei jedem Durchschreiten einer Tür wird dein Fortschritt automatisch gespeichert. Mit einer Einschränkung. Und wenn du zu schnell zur nächsten Tür eilst, funktioniert das vielleicht nicht. 10 Sekunden sollten zwischen zwei Türen liegen. In der Geduld liegt die Kraft, sagt man zu Recht. Bleibt schön fleißig, so wie bisher. Okay, also wir können speichern, indem wir durch Türen laufen. Alles klar. So, sie ist wohin abgehauen? Wissen wir nicht. Ist sie hier? Wahrscheinlich nicht. Kann man ein bisschen gucken. Wahrscheinlich ist sie wieder rechts irgendwo. Oder im Badezimmer. Oh nein, aber noch ein anderer Geist. Alles klar. Tut mir leid, dass ich dich beim Zähneputzen störe, mein Lieber. Aber ich muss hier weiter. Und das freut nämlich auch sehr gerne. Beziehungsweise die Herzen. Ho-ho, yeah. Okay. So. Hier war nichts weiter. Gut, dass wir ja vorher schon drin waren, überall. Wer weiß, wo sie ist. Ich gehe nochmal ganz schnell. Kann ich nicht auch schnell laufen? Nein. Ich gehe nochmal ganz schnell nach rechts. Ins ursprüngliche Zimmer. Ah, warte mal. Was ist das hier? Oh, okay. Na, aber hallo. Vielen Dank. Hier ist noch so ein Wanted-Plakat. Das möchte ich da nicht haben. Das ist ja cool. Vielen Dank. So. Ne, hier war das ursprüngliche Zimmer, aber sie ist da nicht bestimmt. Nee. Okay, da gab es auch kein Badezimmer. Glaube ich. Dann müssen wir weitergehen. Hier war sie nicht drin. Hier vielleicht. Hier war ich ja auch gerade, ne? Da war sie auch nicht. Okay, dann müssen wir auch weiter. Gott sei Dank geht es ziemlich schnell. Guck mal, ich speichere die ganze Zeit da unten. Warum nicht? Ich möchte das. Ah, da ist sie. Alles klar. Schläft sie? Komm her! Du blöde Kuh! Du Dumme, gib mir das Ding jetzt. Komm, nochmal. Ich glaube, das geht nicht. Oh, jetzt ist sie wieder abgehauen. Sie ist hier nicht mehr. Vielleicht ist sie in der Badewanne. Okay. Aber das ist cool hier. Guck mal, da waren wir auch noch nicht drin. Und er sagt, ich soll mich nicht damit aufhalten. Aber doch. Kannst du vergessen, das mache ich sehr wohl. Guck mal hier. Sonst hätte ich diese wunderschöne Ratte nicht entdeckt. Diese einzigartige.
Vielen Dank. So, weiter geht's. So, sie ist nach rechts abgehauen. Nein, also wieder nach rechts. Oh mein, oh oh. Das wird schon was. Kein Problem, Luigi. Guck mal, er wird von alleine schneller dann. Noch eine Weile. 506? Ja, da ist sie. Bleibst du hier? Okay, wir haben sie ganz gut im Griff mittlerweile. Einmal kurz blenden. Damit den. Jetzt haben wir sie. Das war's. Meine Liebe. Tschüss. Kommst du rein? Krieg dich. Oh, ja. Okay. Yeah. Cool. Guck mal, die ganzen Golfbälle hier. Okay. So, alle weg. Okay, lass uns das Ding aufmachen. Können wir das überhaupt? Sag mal her. Oh, guck mal, wie schön der aussieht. Nice. Aha. Aha, cool, wir haben einen Aufzugsknopf. Ach, ist er süß. Hey, jetzt hast du meinen Koffer und noch dazu einen weiteren Aufzugsknopf. Sehr gut, Luigi. Dann komm zurück zum Labor. Okay. Gut, also das ging doch klar. Das war doch gar nicht so schlimm. So, komm, wir gucken hier nochmal kurz durch. Wir auch alles haben. Hier waren wir jetzt nun auch schon 10 Mal drin. Es ist halt schicksalshaft, dass gerade hier wir den... Können wir das hier auch machen? Oh nein, aber wir können den noch durch die Gegend schleudern. Für 3 Gold. Und eine Socke. Dankeschön. Ich glaube, das war Marios Koffer. Der sah voll so aus. Gut, das war seine Socke. Ich kenne den ja. Ich kenne ja seine Socken. So. Dann erstmal zurück zum Labor, das heißt, wir müssen zum Aufzug. Kann ich schon mal den Knopf einsetzen. Hier lang. Hier noch das Plakat wegmachen. Kommst du? Blödes Ding. Ich will nicht, dass du da hängst. Dankeschön. Und hier das Plakat noch. Was ist eigentlich, wenn wir nach rechts gehen? Können wir das? Können wir theoretisch hier durch? Nee. Nee, es ist zu ich bin zu schwach. Es klappt nicht. Theoretisch ja. Also, das befestigt sich, dieser Napf. Saugnapf. Aber ich kann ihn nicht. Bin ich stark genug. Für die Couch. Dann gehen wir nach unten. So. Klick. Oh, ja. Haha. Oh. Ach ja. Die Geisterhand ist auch hier wieder am Spiel. Am Zug, meine ich. Okay, wir haben jetzt die 1, die 3 und die 5. Luigi, du kannst jetzt auch E3 erreichen. Aber bevor du dich dorthin begibst, bring mir meinen Koffer ins Labor zurück. Ich brauche ihn dringend. Okay, dann gehen wir in die B1. Schwupps. Yeah, yeah, ich fahr Aufzug. Yeah, yeah, ich fahr Aufzug. Ich fahr Aufzug. Yeah, yeah, ich fahr Aufzug. Sind wir schon da? Komm, ich blitze ein bisschen. Ah? Guck mal, wie er mal guckt dabei. Er blendet sich selbst kurz. Das ist halt voll süß. So. Also, hier lang. Zum Parkplatz. Damit wir dem guten Professor seinen Koffer bringen können, den wir uns hart erarbeitet haben. Das Housekeeping, die Housekeeping-Dame war jetzt nicht so schwierig zu besiegen. Ah, da bist du ja wieder, Luigi, mein Koffer, aber Dali. Sehr gut. Hier bitte. Hey, endlich habe ich, was ich gebraucht habe. Jetzt ist es an der Zeit, meine neue Wunderwaffe im Kampf einzusetzen. Ich selbst bin ja zu alt, um auf Geisterjagd zu gehen. Deshalb habe ich einen Helfer erschaffen, der die Aufgabe für mich übernehmen kann. Okay. Das ist ein bisschen wie bei Zelda. Hier ist die neueste Erfindung. Die Professor Igitt Superhirn entsprungen ist Fluigi. Was? Die Entwicklung war eine riesige Herausforderung. Zum Glück war mir aber ein gewisser jemand bei dem Testen des Prototyps eine große Hilfe. Wozu meine Erfindung gut sein soll, das werde ich dir gleich erläutern. Aber zunächst dreh dich mal um, Luigi, damit ich deinen Schreckweg-Flu mit diesem Glibber alias Fluigi befüllen kann. Okay. Na dann. Flop. Gut, damit sind wir stark klar. Komm, Luigi. Zeit für eine kurze Einführung. Dazu müssen wir hier raus. Alles klar. Okay. Das Bett ist wahrscheinlich sehr wertvoll.
Wowie. Was hat er da so schnell hingebaut? Wer hat das wohl? Warum machst du das? Lass mich raus. Okay. Hey, jetzt bist du mein Gefangener, Luigi. Nun, krieg dich wieder ein. Das ist nur ein kleiner Spaß. Andererseits lasse ich dich auch nicht einfach so wieder aus dem Käfig. Warum? Ganz einfach. Ich möchte, dass du etwas lernst. Und zwar, wie du dich mit Hilfe von Fluigi aus deinem Gefängnis befreien kannst. Aktiviere Fluigi durch Drücken von R. Zweimaliges Drücken holt Fluigi in den Schleckweg-Flu zurück. Mhm. Okay. Hallo! Okay. Ich präsentiere deine ganz eigene persönliche Assistentin. Hier ist Fluigi. Fluigi kann sich durch enge Lücken quetschen, zum Beispiel auch da, durch Gitter oder Entlüftungsschlitze. Es ist wirklich erstaunlich, was mit seinem weichen, verformbaren Körper alles möglich ist. Na los, probier's mal aus. Okay, das heißt, wir haben ihn jetzt gerufen und wir können uns quasi hier durch... Oh. Okay. Na bitte, er bewegt sich quasi genauso wie du auch. Insofern wirst du ihn auch auf Anhieb Probleme steuern können. Ach, noch was. Wenn Fluigi aktiviert ist, wechselt die Kontrolle durch einmaliges Drücken auf dich und durch erneutes Drücken wieder auf Fluigi. Okay, das heißt, wir können hin und her wechseln. Okay, und der andere bleibt dann jeweils ohnmächtig. Verstehe. Okay, cool, interessant. So, dann gucken wir mal. Oh, okay. Hey, Wasser verträgt Fluigi in keiner Weise, Luigi. Bei Berührungen damit verschmilzt er und verschwindet. Wenn es irgendwo nass ist, musst du stets vorsichtig sein. Alles klar, also. Dann nochmal. Kommen wir raus hier. Okay, wir können nicht durch Wasser. Hier ist alles voll mit Wasser. Verstehe. Was ist hier so? Außen rum gehen können wir. Alles klar. Oh. War da auch Wasser? Hä, was ist da passiert? Okay, nochmal. Dann machen wir das nochmal. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber da ist auch eine Pfütze irgendwie da vorne. Aber ich kann den Ventilator so antreiben, glaube ich. Ah ja, okay. So, jetzt kann ich wechseln, verstehe, und rauslaufen. Da. Cool. Gut, es war nicht so schwierig. Hey, gut gemacht, Luigi. Jetzt kann ich dich guten Gewissens mit Fluigi auf deine Mission schicken. Dein Training ist damit vorerst abgeschlossen. Lass uns zum Labor zurückgehen. Na gut. Gut gemacht, Luigi. Ich bin beeindruckt. Und da fällt mir auch noch was ein, das ich dir erzählen wollte. Die Sensoren des Labors haben die Präsenz eines geheimnisvollen Gebäudes aufgespürt. Okay. Es handelt sich um ein ominöses Haus. Hochhaus, das sich ganz in der Nähe dieses Hotels befindet. Okay. Luigi, du wirst sicher schnellstmöglich deine Begleiter wiederfinden, aber dieses Hochhaus könnte eine willkommene Abwechslung sein. Okay. Aber nicht nur das, vermutlich treiben sich auch dort Geister herum. Somit könntest du an deinen Fähigkeiten fallen und der Wissenschaft dienen. Ich habe ermöglicht, dass du vom Labor aus dieses Hochhaus aufsuchen kannst. Wähle Mehrspieler und dann die Option Wirrwarrturm. Viel Spaß. Moment noch was. Wenn du dich etwas einsam fühlst und du dich mit anderen Spielern amüsieren möchtest, probier mal den Polterpark aus. In dem Modus können bis zu 8 Spieler gegeneinander antreten. Ein Riesenspaß. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja. Du kannst jetzt eine weitere Etage erreichen. Geh zum Aufzug und suche E3 auf. Okay. Also, wir können eine weitere Etage erreichen und ja, auch den Multiplayer jetzt spielen. Vielleicht gucken wir uns das mal ganz kurz noch an. Mehr Spieler? Wirrwarrturm, was ist das? Arbeite gut mit anderen zusammen, um die Turmspitze zu erreichen. Es kann lokal oder online gespielt werden. Okay. Und den Polterpark. Tritt bei spannenden Mehrspielern an. Das können bis zu 8 Spieler auf dieser Konsole spielen. Okay. Also Wirrwarrturm wäre eigentlich mal interessant, wenn man online vielleicht gegen random Leute spielen könnte. Das wäre voll cool. Vielleicht können wir das mal eine Folge lang machen. Mal sehen. Machen wir damit zum Zusatz auf jeden Fall. Erstmal machen wir die Story. So ein bisschen was haben wir jetzt freigeschaltet. Den Fluigi können wir jetzt benutzen. Das ist schon mal gut. Und wir können die E3. Ist nicht schlecht. Aber warte mal. Lass uns doch mal noch schnell die Geister abgeben. Das habe ich noch gar nicht gemacht, oder? So, ja, genau. Flupp. Flupp, 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 flupp.
So, vielleicht können wir uns gleich die Galerie hier noch ein bisschen zu Gemüte führen. Wir haben hier zum Beispiel einen neuen Bossgeist. Laura Zimmer. Können wir uns den noch näher ansehen? Nee, ne? Okay, aber sie ist jetzt... Ach, Laura Zimmer. Sie ist jetzt auch da. Zufällig heißt sie so. Okay, ich werde mal rausgehen mit euch noch und dann verabschieden wir uns draußen vor der Tür. Denn wenn man durch Türen geht, haben wir gelernt, speichert das Spiel und das ist gut. Seht ihr? Also, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.